Kommt der Brexit nun auf den Tisch oder kommt er es nicht? Müssen wir noch warten, bis da genaueres feststeht? Es sieht ein bisschen danach aus, als ob eine Lösung bevorsteht und die Märkte reagieren darauf in unterschiedliche Richtungen. Wir haben den DAX, der mal positiv, mal negativ reagiert hat. Vorsichtiges Zurückrudern aktuell wieder. Wenn wir ehrlich sind, ist der Rücksetzer, den wir hier allerdings haben, nichts anderes als auch die technische Reaktion auf das, was heute Morgen als schneller Anstieg eben zu sehen war. Trotz alledem kann das sehr gut sein, dass da ein bisschen mehr noch folgt. Denn eigentlich sind die dynamischen Bewegungsrichtungen, die klaren Schübe in eine Richtung, immer richtungsweisend. Und das, was wir hier haben, ist eben nach unten. Dementsprechend das Letzte, was wir wirklich richtungsweisend haben. Und wenn wir jetzt hier etwas in dieser Art hier tatsächlich heute im Laufe des Nachmittages noch bekommen, da kann man auch einen Trendkanal hinzeichnen, dann wären das so diese Klassiker für eine Fortsetzung. Platz hätten wir ohne weiteres sowieso. Also wir sollten uns nicht wundern, wenn es da nochmal locker 100 Punkte oder vielleicht auch ein bisschen mehr eben noch nach unten gehen kann. Im schlimmsten Fall auch 200 oder noch ein bisschen mehr. Aber ich denke, ganz so weit wird es wohl nicht kommen. Zumindest mal nicht, wenn dieses bullische Chartbild weiter Bestand haben sollte. Wenn es deutlich darunter hinaus, muss man ja sagen, geht, dann muss man damit rechnen, dass die bullische Stimmung, die wir aktuell hier am Markt haben, dann doch langsam zu Ende kommt. Das ist nicht so abwegig, denn wir sind ja schon weit gelaufen. Hier im Tageschart sehen wir, dass wir schon ein gutes Stück gelaufen sind und ein Rücksetzer täte sowieso Not. Also selbst wenn wir jetzt nicht nochmal hochgehen, wovon ich eher eigentlich ausgehe, also ich würde es bevorzugen, wenn der Kurs nochmal einmal 12.900, vielleicht sogar die 13.000 sieht und anschließend erst wieder so auf die Hälfte dieser letzten Bewegung dann zurückfällt. Das ist aber eine Menge Charttechnik, da ist eine Menge Fantasie noch dahinter, das wissen wir ja jetzt noch nicht, was passiert. Vorher ist erstmal interessant, was heute Nachmittag passiert. Und da ist der Index noch relativ verhalten, die Abwärtsseite nicht super stark. Wie gesagt, nur gerade mal das wieder wettgemacht, was wir heute Vormittag gut gemacht hatten. Und jetzt hängt es maßgeblich davon ab, ob der Kurs jetzt hier vielleicht sogar Stärke zeigt, was wir nicht ausschließen können, oder eben doch nur so halbherzig nach oben kommt und dann eben in irgendeiner Form Trendkanal ähnlich, vielleicht Fibonacci ähnlich, ich kann das mal hier so andeutungsweise hier einzeichnen, dann in diese Bereiche wieder zurückkommt, um dann den nächsten Schub nach unten zu haben. Deshalb ist es auch so unheimlich wichtig, dass wir mit den Triggern arbeiten und nicht einfach sagen, ich habe hier eine Idee, ich weiß es sowieso besser als alle anderen. Vorsichtig, lieber vom Markt bestätigen lassen. Und jedwede Form von Triggern ist da erstmal eine Hilfe. Das kann natürlich auch, wer mag, mit Hilfe von Indikatoren sein. Da gibt es ja verschiedene, die man da anwenden kann oder verschiedene auch Ansätze, die man dazu bringen kann. Wichtig aus meiner Sicht nur immer, wer einen Indikator verwendet, sollte ihn einigermaßen so synchronisieren, dass das, was wir hier sehen, auch mit der Vorgeschichte hier irgendwas zu tun hat. Es macht keinen Sinn, einen Indikator zu verwenden, der schon in der jüngeren Vergangenheit null Bezug hat zum aktuellen Kurs. Also wir sehen im Moment ganz gute Chancen, dass wir erst nochmal vielleicht ein bisschen nach oben kommen. Dann wird es entschieden, vielleicht beim DAX-Index ungefähr im Bereich der 12.750er Marke. Das wäre etwa hier zwischen der 50 und 61er Fibonacci-Marke. Das wäre so ein Klassiker, wo häufig solche Entscheidungen anstehen, ob der Markt tatsächlich dreht oder nicht. Also heute Nachmittag das als Hausaufgabe für all die Aktiveren unter uns, da in dem Bereich genauer hinzugucken, ob der Kurs hier dreht, respektive die Indikatoren dann auch wieder eine Umkehr anzeigen und oder eben die Zwischentiefs dann nutzen für einen Trigger auf der Abwärtsseite. Gucken wir mal auf das Pfund, denn das ist ja auch spannend in dieser Brexit-Diskussion und tapfer gestiegen. Wir sehen das hier in den letzten Tagen wahnsinnig hier nach oben angestiegen. Aber was wir auch sehen, dass diese Dynamik ein wenig nachgelassen hat. Es geht immer noch nach oben. Das ist ganz klar ein Aufwärtstrend. Kann man auch nicht anders interpretieren. Aber wir sehen auf der anderen Seite, dass die Rücksetzer, die wir hier haben, doch sehr stark überlappenden Charakter haben. Und das ist eigentlich eher dann der Fall, wenn der Kurs so ein bisschen ausgelutscht ist, nicht mehr so richtig die Power hat. Und wenn wir uns das Ganze hier mal angucken auf Tagesbasis, dann sehen wir, dass so der erste Anstieg, den wir hier hatten und dann das, was wir hier hinten hatten, naja, eigentlich sowieso schon in einer Zone ist, wo man mit einem Rücksetzer durchaus mal rechnen kann. Am liebsten habe ich das natürlich, wenn es schön clustert. Das hat der Kurs aber nicht genutzt. Wir hatten hier ein Cluster aus Extension und, jetzt habe ich es gerade rausgelöscht, das war natürlich sehr smart, aus Extension, das ist das blaue hier für mich und die grüne Projektionsmarke hier.
Das ist eigentlich immer ein ganz gutes. Wir könnten noch sogar mal ein Retracement hier dieser letzten Abwärtsbewegung reinmachen. Eigentlich liebe ich diese Cluster. Eigentlich hätte der Kurs also schon hier auf dieser Höhe steigen, nein, drehen müssen, nachdem er gestiegen ist, dann da drehen müssen, um dann nach unten zu kommen. Hat er nicht genutzt. Trotz alledem Ermüdung jetzt. Und wir können oder sollten zumindest mal im Auge behalten, ob der Kurs jetzt ein bisschen nach unten kommt. Und gleichermaßen ist es wieder relevant, macht er das so, dann ist die Aufwärtsparty noch nicht vorbei, sondern können wir im Prinzip bei jedweder Zwischenhochmarke dann wieder einsteigen und umgekehrt, wenn der Kurs doch sehr steil nach oben ist, hey, dann ist offensichtlich die übergeordnete Abwärtsrichtung doch nochmal wieder die, die dran ist. Hängt natürlich auch von der Datensituation ab, da kann man Daten und Charttechnik Hand in Hand spielen lassen. Achten Sie ein bisschen drauf, was an News da reintickern und gucken Sie, inwieweit das Marktverhalten das auch widerspiegelt. Denn die Marktteilnehmer sollten ja auch in etwa das dann zeigen. So, in diesem Sinne wünsche ich jetzt allen erstmal einen erfolgreichen Resthandelstag heute. Es stehen uns einige spannende Momente noch bevor. Ich drücke die Daumen, dass Sie auf der richtigen Seite sind. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.